Hallo liebe Zwillinge, herzlich willkommen bei Inbalz Tarot. Gerne möchte ich heute eine Ich- und Du-Legung für dich machen. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, schauen wir mal. Für Zwillinge bitte. Ich und Du. Ich und Du. Für Zwillinge. Schauen wir mal. Zwillinge, bei dir habe ich auf Kopfebene 5 der Stäbe, bei deinem Gegenüber habe ich 4 der Schwerter, bei dir auf Herzensebene 5 der Schwerter und hier habe ich 7 der Schwerter. Wird immer schlimmer. Wird mit jeder Karte schlimmer. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Das ist so dein Mindset momentan. Es reicht. Das war, also, jetzt, das war zu viel. Das hättest du nicht dürfen sagen. Das hättest du nicht sagen dürfen. Ich habe hier 7 der Schwerter, hier habe ich 4 der Schwerter. Das macht 11 der Schwerter. Mit 10 wird die Kartenreihe abgeschlossen. Mit Ass der Schwerter geht es vorwärts und dieses Abschließen von 10 der Schwerter, ja, dieses Abschließen da, ja, das ist nicht einfach nur so ein mathematisches Ding da, das man auf Papier macht. Nee, mit 10 der Schwerter hat dieser Mensch hier mit einem ganz frechen Wort, das ist eben dieses Ass der Schwerter, etwas zusammengefasst, das euch schon länger beschäftigt hat. Okay, irgendein Thema hat euch beschäftigt, hat dich auch beschäftigt, weil du warst hier bei 4 der Schwerter. Auf irgendeine Art und Weise hat dir dein Gegenüber wehgetan und das hast du dann angesprochen, ja, musst dir vorstellen, dass das hier bei dir war, das ist 4, das ist 5. Und dann hat jetzt dieser Mensch mit 7 der Schwerter, 4 der Schwerter, eben 10 und 1 hier, kurzen Prozess gemacht, zack, boom, etwas gesagt, damit er sie da nie wieder darüber reden muss und du so, wow. Wow, das hätte ich jetzt nicht dürfen sagen. Da hätte ich jetzt nicht dürfen bringen. Das ist hier 5 der Stäbe, das ist dieses Durcheinander, das du jetzt hast, gell? Ja, jetzt ist das Durcheinander. Vorher war hier 4 der Stäbe, okay. So liest man übrigens die Vergangenheit und die Zukunft. Also klar, intuitiv, ja. Wenn man eine gute Verbindung zur Intuition hat, dann kann man, oder? Da kann ich eine einzige Karte ziehen mit der Intuition dir alles erzählen, was es hier gibt. Ja? Das ist dann nicht sehr präsentabel hier auf YouTube, oder? Die Leute wollen hier Belege sehen, vor allem ein Luftzeichen wie du, ja, du willst die Karten auch sehen. Aber man kann oder durchaus oder sagen, oder 5 der Schwerter, wenn 5 der Schwerter kommt, dann kann man sagen, ja, es ist gerade erst 4 der Schwerter passiert, jemand hat dir wehgetan und dann die nächste Karte ist dann 6 der Schwerter. In Zukunft kommt auf dich zu, dass sich die Lage beruhigen wird. Ja? Und dann mit 7 der Schwerter wird man hier ausweichen, mit 8 der Schwerter Horror, 9 der Schwerter Horror, 10 der Schwerter fertig. Oder so kann man auch die Vergangenheit und die Zukunft der Karten der Zuschauerin, Zuschauer anhand von Karten interpretieren. 5 der Stäbe. Vorher war hier 4 der Stäbe, Zwillinge. Ich habe den Eindruck, dass du dachtest, dass jetzt alles gut ist und dann aber dieser Mensch etwas gesagt hat, das dich verletzt hat und zweifeln ließ, an dieser Verbindung zweifeln ließ. Und dann hast du angesprochen, dass du hier noch zweifelst, ja, dass du hier noch offene Fragen im Kopf hast, dass du hier noch Transparenz haben möchtest in Bezug auf ein Thema. Und dann hat dieser Mensch so eine Art Abkürzung genommen, hat da einfach zack, bumm, etwas gesagt, etwas getan, das jetzt den Faden reißen ließ hier, ja, wo du dann einfach sagst, oder hey, das hätte ich jetzt nicht dafür sagen, oder das reicht, ja. Jetzt reicht's. Das ist so ein, oder? Das ist der Punkt, wo du dann eben hinterfragst, Zwillinge, inwiefern das langfristig hier ein Teamplay sein soll zwischen euch beiden, ja? Warum behandelst du mich wie ein Feind? Du musst auf das eingehen, sagst du hier. Wieso machst du kurz einen Prozess für dich, so dass du dir keine Gedanken mehr darüber machen möchtest, ja? Da hat dieser Mensch irgendwas gesagt und noch beigefügt, so, das ist jetzt erledigt, ja? Hat sozusagen deine Gedanken, deine Fragen, die du da noch hast, diesen Schmerz, den du da noch spürst, einfach beiseite geschoben. Für mich ist es erledigt, sagt dieser Mensch.
Ja. Für irgendwas bin ich ja hier. Gar nichts ist hier eigentlich erledigt, Zwillinge. Gar nichts ist erledigt, 4 der Schwerter, 7 der Schwerter hier. Siehst du hier, wie dieser Mensch hier immer wieder davonrennt, immer wieder davonrennt, immer wieder davonrennt und zurückblickt? Ja? Ist ein Karussell, in dem sich dieser Mensch momentan befindet. Dieser Mensch glaubt, dass es hier keine Probleme mehr gibt für ihn, für sie, dass das für ihn, für sie erledigt ist. Dabei befördert sich dieser Mensch selbst in eine Endlosschlaufe hier. Jo. Das ist die verbindende Energie hier, 6 der Stäbe. Du findest dein Gegenüber sehr attraktiv, dein Gegenüber findet dich sehr attraktiv. Also wenn ich jetzt hier, oder das sieht jetzt hier nicht sehr schön aus hier zwischen euch beiden, ja, aber wenn ich jetzt hier überall lauter irgendwelche Leute hinstellen würde, so, so, da ist die Maria, da ist der Hans, so, oder? So, da stellen wir auch jemanden auf, als lauter Leute, würdet ihr all diese Leute gar nicht sehen, ihr würdet nur einander sehen. Okay. Das ist die verbindende Energie zwischen euch beiden. Ihr seid beide die Auserwählten voneinander und es gibt für euch keine andere Person sozusagen. Okay. Was für dich vor allem vom Vorteil ist hier, ja, man sieht diese Figur hier von deiner Seite aus in diese Richtung reiten. 5 der Stäbe hier, 6 der Stäbe hier. Du scheinst eine höhere Durchsetzungskraft zu haben. Hast eher die Hosen an. Ja, läuft alles eher nach deiner Nase hier. Wenn du willst, ja. Okay. Was ist die Trendenergie hier? Die Liebenden? Das ist die Zwillingekarte. Das ist die Zwillingekarte. Ich habe den Eindruck, dass ihr beide euch vor großen Entscheidungen drückt. Hm. Hier Waage, hier Waage. Nicht Sternzeichen Waage, es ist Waage. Hm. Hier auch Waage mit V. Beide Waage, beide stellen sich nicht den Tatsachen hier. Du stellst dich nicht den Tatsachen gegenüber diesem Menschen. Da war 4 der Stäbe und 4 der Schwerter bei dir vorher, Zwillinge. Friede, Freude, Eierkuchen, obwohl du mit 4 der Schwerter etwas auf dem Herzen hattest. Wow, 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 ich sehe hier alles. Ich sehe hier alles. Ja? Und hier auch dein Gegenüber, oder? Da ist es ein bisschen extremer. Dieser Mensch begibt sich selbst in eine Endlosschlaufe und ignoriert ein bisschen, oder wie... Das, oder man kann, oder das ignoriert hier, oder die Tatsache, wie sehr es ihn, sie betrifft, wenn dir etwas auf dem Herzen liegt. Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Okay. Ich werde hier, Zwillinge, mit diesen Karten schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du hier vor deinem Gegenüber versteckst, was das Gegenüber vor dir versteckt. Und für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann hier der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye.